Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu NHL 23 Hockey Ultimate Team Hood Rivals International. Jawohl, wir probieren es heute nochmal. Mal schauen. Wenn wir übrigens zwei Spiele pro Folge machen können, dann haben wir natürlich noch eine Chance auf Silver. Klar. Außer wir verlieren heute beide Spiele. Das wäre bitter. Hoffen. Wir haben gestern jetzt 2-0 gewonnen, das zweite Spiel. Das hat mich sehr gefreut. Aber schauen wir mal. Gegner wird gesucht. Gucken wir mal. Homki SVK, TTE Bratislava. Ein Slowake zu so später Stunde. Mal gucken, was das wird. Mal gucken. Selani. Boah, Gretzky. Ist das Gretzky von der Mitte? Ach, ja, es ist Gretzky. Ach, der Grün meine. Oh, interessant. Mein Spieler fliegt da mal kurz komplett quer übers Eis und keiner weiß warum. Interesting call. Ja, blockt uns da die Scheibe weg. Was macht Wuzlewski denn? Stopp. Also wenn es jetzt schon wieder so losgeht mit dem zweiten Torschuss. Ich weiß nicht, was da jetzt gerade passiert. Er spielt die Scheibe quer. Hier, was ist denn das schon wieder? Siehst du das? Schuss kommt und Wuzlewski. Nee, echt nicht. Beim 1-0 schon, so ein Ding. Echt nicht. Wirklich nicht. Bei so einem Scheiß mache ich nicht mehr mit. Ernsthaft, das kann nicht sein. Wenn das erste Tor schon so fällt, dass ein Querpass kommt und mein Torhüter deutlich vor dem Schuss schon Ding leer macht, sein Bein wegzieht und das Tor leer macht. Nee. Nee. Da suchen wir uns gleich einen anderen Gegner. Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich. Auf so einen Mist, nee. Weil es geht das ganze Spiel dann so weiter, dass unser Torhüter irgendwelche Bugs und Fehler hat. Echt nicht. Echt nicht. Das ist echt unfassbar. Boah, 77, Selani, Bergeron, Basel, Alter. Unfassbare. Ja, wir haben glaube ich, bei Selani geschlafen. Wir hätten Selani einfach machen sollen. Wir haben da, glaube ich, echt geschlafen. Division 3 gegen Division 4. Na, dann schauen wir mal. Thompson. Slavin. Kessler kommt da schon mal nicht hin. Aber Kessler kommt da nie schon hin. Kuslatang. Ja. Und wieder bleiben wir an der Kufe hängen. Ich liebe es. Ja. Läuft dann ja gut. Bleibt genauso an der Kufe hängen. Na, oh, schade. Nice. Ganz tolle Reaktion. Crosby bleibt da problemlos in Scheibenbesitz. Liebe ich sowas. Oh, schade. Ja, und Crosby halt wieder mit dem Schieber von hinten wirkt bei Selani nicht.
Und wenn er sich nach Uruguay schiebt, das ist vollkommen wurscht. Man muss direkt festhalten. Das Safe jetzt in Folge. Wir kommen gerade hinten nicht mehr so ganz raus. Das taugt mir so gar nicht. Abgefälscht. Gott. Ja, dann gibt es. Ja, wollte gerade sagen. Also, wenn er die jetzt nicht gibt, dann weiß ich auch nicht weiter. McDavid, 2 Minuten. Weiß, wie unser Powerplay läuft. Byron Bohr! Schade. Erste ganz große Chance unsererseits. Carlson, ja. Ja, gut. Byron arbeitet mit, holt die Scheibe wieder zurück. 2 Minuten, 5-3. Schade, das war gerade ein Hammer-Powerplay. Das war ein Hammer-Powerplay gerade. Schade. Schade, 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 schade. Also der erste Schuss von Panarin bis zum Schuss. Boah, das war genau so, wie ich es halt spielen will. Ich muss mal aufpassen, sonst kommt nicht da gleich jemand von der Ersatzbank runter. Der Tank ist abgefälscht. Der Brinkett, Nurse, Seagrass. 1-0 und da ist er drin. Powerplay schlägt zu. Natürlich ist es Nurse und Seagrass. Schöner Schuss von Trevor Seagrass, dem Mann mit der 9. Unserem Assistant Captain. Junior Wednick. Getrennt von der Scheibe. Abseits. Keller. Schön gespielt, der Brinkett. Oh. Oh, doch. Kriegt die Scheibe noch weiter zu Crosby. Der Brinkett. Oh, aufpassen, keine 2 Minuten ziehen. Teräväinen, 1-1 mit Keller. Da zieht er ab. Byron. Carlson taucht ins Leere. Oh, darf nicht passieren. So ungefährlich eigentlich diese Situation. Seagrass geht mit zum Blocken. Ja, Keller steht falsch in dem Fall. Bilden da wieder eine Reihe hinten. Weiß nicht, warum sie da zu Ding auf die Seite mit rüber muss. Ja, hier, sie kommen nicht hin. Ich habe jetzt mehrmals gecheckt und es ist einfach nichts passiert. Nichts. Carlson, Keller blockt wieder. Das ist ihr Ding. Solche Scheiben zu blocken. Man darf auch nicht durchkommen, der Schuss. Frage schon, wie er da überhaupt das Bulli gewinnen kann. Ja, Byron pennt, Byron pennt! Dann haben wir ein 1-1 nach 20 Minuten.
Gatz mit einer tollen Parade. Ja, aber das bringt uns im Moment nichts. Das ist die tolle Parade. Wahnsinniger Highlight-Reel. Wir haben jetzt ein Tor noch. Mehr ist ein Tor. Wir haben vorne an die Latte geschossen. Okay. Mehr ist ein Torschuss, alles klar. Nein, wir haben definitiv mehr als ein Torschuss, aber gut. Kessler, ja, lässt sich wieder fallen nach hinten. Pasternak. In die Zone rein. Byron. Schade. Nee, Poulin gewinnt kein Bulli mehr. Ich weiß nicht, gegen die Spieler gegen Bergeron. Das ist natürlich. Bergeron ist natürlich ein undankbarer Gegner am Bulli. Gott mit der Parade. Ja, spielt sie gar nicht frei. Und gib ihm einfach 2 Minuten, wenn man das macht, beim Torhüter. Mei, würden die sich alle anschauen. Nein! Boah, toll! Toll gemacht! Toll gemacht von Cam McCann. Oh. Kriegt die Scheibe aber nicht im Tor unter. Ums Verrecken nicht. Ja, Karlsson beim Pokecheck dann weiter entfernt von der Scheibe als ist irgendjemand anders auf dem Eis. Pedro lässt da jemand mal kurz ins Leere stottern. Warum nicht? Scheibe für Karlsson und 2-1 und das sind die Spielzüge, die ich sehen will. Béliveau dreht sich weg, legt die Scheibe nach hinten ab. Karlsson ist frei, kann außen rumgehen. Zack, Tor. Das sind die Dinge, die ich sehen will. Und wenn ich solche Dinger kassiere, dann sage ich auch nichts, weil das sind wenigstens Spielzüge. Das ist ein sichtlicher Spielzug. Ich gehe vom Spieler weg und in dem Moment, wo der Verteidiger mir folgt, lege ich die Scheibe nochmal tief, weil ich weiß, hinten steht einer frei. Auch wenn es ein Wraparound ist. Wenn ich die Dinger kassieren würde, würde ich sagen, boah, ja, schön gespielt. Aber so kassieren wir sie meistens leider nicht. Tolles Tor. 2-1. Boah, Karlsson kriegt die Scheibe. Oh, ja, Green setzt sich da problemlos durch. Das ist Abseits. Führung wieder. Ja, 70 Punkte, das ist eine Hausnummer von Patrice Bergeron. Ja, der Brinkett weiß ja, glaube ich, selber nicht, wie er da an die Scheibe rankommt. Aber er hat sie auf jeden Fall. McAvoy. Dreht ab. Kurz sortieren lassen. Nee, das passt mir eigentlich schon. Die Brinkett. Boah, Gutlewski. Gibt die Scheibe frei. Siegels mit einem tollen Poke-Check. Danach kriegt er aber einen Check, ohne dass er an der Scheibe ist. Und wieder ein Glitch-Tor. Ja, es ist. Du kannst spielen, was du willst. Kommt da genau da. Ja, wenn er da steht, ist er drin. Klar. Aber es ist halt, weißt du, es heißt, dass irgendwann der Torhüter lernt, aber er kassiert trotzdem jedes Spiel wieder denselben Treffer, wenn er von der Stelle ein Schuss kommt. Und das ist einfach was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Oh, schießt nicht direkt, wenn sie direkt schießt.
Kann es klingeln? So, natürlich nicht. Ah, wir verlieren die Scheibe dumm. McAvoy. Kessler. Pasternak. Sekunden noch. Schade, Kessler probiert's. Verteidiger steht gut. Und das ist abseits. 2-2 auch nach den zweiten 20 Minuten. Es ist schade, weil wir wirklich ein super Spiel machen. Schöne Passstaffetten, schöne Spielzüge. Und am Ende kassieren wir wieder einen Ausgleichstreffer. Durch ein so kack, ekliges Glitch-Tor. Wir haben die Hälfte der Schüsse, aber wir haben auch die doppelte Zeit in der Offensive. Bessere Passquote, Pullis sind jetzt deutlich schlechter. Powerplay haben wir ein Tor, ja. Ziemlich schlecht, wenn alle beide anderen Tore. Wir hätten das erste Tor nicht gesehen dürfen. Das war, da haben wir so einen Bock reingehauen. Ja, mei, dann liegt die Scheibe rum und wir kommen trotzdem nicht hin. Liebe es. Nass. Spielt die Scheibe ab. Lutang. Nass. Nass. Oh, Guts ist da. Trifft und ja, schade. Nass. Guter Gedanke, den Weg hinterm Tor dicht zu machen. Keller arbeitet sich hier auf, richtig stark. De Brinket. McAvoy. Oh, abgefälscht. Aber nicht Richtung Tor. Schade. Toll gemacht. Crosby gegen Barcel. Crosby setzt sich durch gegen den Stürmer der Islanders. Crosby. Legt die Scheibe schön ab. Kommt aber niemand hin, der hätte hinkommen sollen. Ja, und wieder so ein Drecks. Was heißt ich will McAvoy anspielen, der so einen tollen Schusswinkel hätte. Nee, dürfen wir nicht anspielen. Und. Ja, und wieder kommt Celani als erstes drauf. Hat da gar keine Chance, dass er als erstes dran ist, aber er kriegt die Scheibe. Leck mich am Arsch. Jedes Mal, wenn es kritisch ist an der Hand, er kriegt jedes Mal die Scheibe als erstes. Egal, ob der Spieler da erst als zweites hinkommt oder nicht. Mann, Wahnsinn. Es ist echt. Und dann hast du hinten wieder so einen KI-Aussetzer, dass du sagst, das kann gar nicht wahr sein. Hinten wieder. Ja. Stell mir einen hin, der kein Center-Spieler ist. Ja. Super schlau gewählt. Keine Ahnung, wo man... wie er den halten kann, aber war, glaube ich, sehr, sehr schlecht geschossen. Aber trotzdem, es ist wieder bitter zu sehen. Du machst das Spiel, kriegst vorne den Schuss nicht, den du haben willst, weil dir den ja der Gegner praktisch wegnimmt. Natürlich nimmt nicht der Gegner weg, weil da war der eigene Crosby, der mit deinem Weg stand und die Scheibe, den Pass von Byram einfach genommen hat und abgefangen hat. Einfach bitter, es ist einfach bitter. Oh, Letang kann von alleine schubsen, das wusste ich nicht.
Ja, da liegt die Scheibe rum. Problemlos. Die kriegt er problemlos. Wenn sie bei uns rumliegt, Kessler. Kessler kann sie nicht aufnehmen. Rollt hinter ihm her. Kann die Scheibe aber nicht aufnehmen. Boah. Ja, toll. Klasse. Das ist echt nicht der Spielzeug, den ich gerade haben wollte. Hieroski. Bilibo, der ist bekannt dafür, dass er sich da so eine Scheiße durchmogeln kann. Tor! Ausgleich! 3-3! Bilibo, schön durchgegangen, Scheibe rübergelegt auf Knight und die macht ihn! 3-3! Ja, verdient! So schön gemacht von Bilibo. Oh! Hillary Knight, 1,45 übrig. Der Ausgleich. Der Ausgleich, der so wichtige, hart umkämpfte, aber fair verdiente Ausgleich. Hillary Knight! Führung! Führung! Hillary Knight! Boah, ist das Stadion ruhig! Oh, habe ich nicht kommen sehen jetzt. 4-3. Wir führen. Wahnsinn. Sekunden noch. Barum. Carlson. Er muss irgendwie jetzt schauen, dass ich von den seinen Verteidigern wegbleibe, natürlich. Ein bisschen Zeit in der Offensive kaufen. Byron verfolgt von Basel, ja. Digga, ich habe noch 11 Sekunden. Schau das an und jetzt... Schau dir das an. Und jetzt darf ich nicht mehr weiterspielen, weil ich hinten rumgespielt habe. Das kann's doch nicht sein, Alter. Ich muss doch die Erlaubnis haben, dass ich in der letzten Minute die Zeit runterspielen kann. Und da blockiert mich EA. Das kann's nicht sein. Du sagst, nee, du musst da vorne spielen. Du musst da vorne spielen jetzt. Sicher ist es so, dass du dich nicht schon im ersten Drittel hinten reinstellen kannst. Aber in der letzten Minute müssen sie das ausmachen können. Aber was für ein Tor von Hillary Knight. Vor allem nach dem Gegentreffer, nach diesem 3-2 Führungstreffer für ihn, wurde Brinkett wirklich... Da stehst du da und denkst dir so, das kann nicht wahr sein. Du machst das Spiel und kassierst hinten so ein Ei. Siehe, kann Kuzlewski von uns da auch nichts machen. Boah, Hillary Knight. Stoppt die Scheibe, zack und rein damit. Und dann kommt sie an Lidström vorbei, der kommt nicht mehr hin, trotz Pokecheck. Und sie legt das Ding vorbei an Kuzlewski. Alter. Wir schaffen es trotzdem nicht mehr. Wir werden Silber, glaube ich, nicht schaffen. Wir können morgen nochmal schauen. Also ich muss morgen nochmal eine Folge aufnehmen. Aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden. Plus 9. Wir haben wieder 1645 Punkte. Also wir bleiben da relativ gleich. Und es ist wirklich ein Tor. 10 Torschüsse. Du musst das sagen. Chancenbewertung. Wir haben 10 Schüsse, 4 Treffer. Die ist stark. Auf der anderen Seite 19-3. Kann man sich auch nicht beschweren. Ist nur schade für Guts. Das als 84-3 Quote. Gut, er hat vorhin einen Shutout gehabt. Das passt dann auch wieder vorhin. Nur ein Gegentor, glaube ich, bei was? Wie viel waren das? 8 Schüsse, 9 Schüsse oder so. Ist auch okay. Aber hier doppelte Zeit in der Offensive. Bessere Passquote. Powerplay genutzt. Ja. Ich glaube, es ist hochverdient. Es ist verdient gewesen für den Spielverlauf. Wir haben ihn da wirklich teilweise schön an die Wand gespielt. Er natürlich auch. Aber im Endeffekt Lidström, es ist zweimal Niklas Lidström mit dem Fehler hier. Täuschen wir an, dass wir in die Mitte reingehen würden. Gehen wieder nach außen. Green. Ja, Green macht die typische KI-Ding. Und Green, anstatt dass er stehen bleibt, macht Green auf, weil er einen Schritt nach vorne geht. Ich bin ja froh, dass Hillary Knight sich nicht hinter das Tor stellt. Ich bin schon froh, dass Hillary Knight sich nicht hinter das Tor gestellt hat. Aber ja, das ist am Ende das entscheidende Tor. Alter, ich bin so happy gerade. Halleluja. Bedankt mich natürlich bei euch fürs Zuschauen.
Abschließend zurück ins Hauptmenü. 2 Siege in Folge. Schön. Sehr schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüssikowski. Ciao mit V.